Hier ist der Nootropia Podcast Nummer 25 vom 24. März 2015. Das ist der Tag Nummer 36 in Nootropia. Bei milden 11 Grad bin ich der Nick the Green und mit dabei zugeschaltet über Skype ist der Leonardo. Hallo Leonardo. Ja, grüße dich Nick, mein Bester. Grüße zurück, grüße an die Hörer, grüße an die Abonnenten. Schön, dass ihr da dabei seid. Ja, heute ist ein trauriger Tag, ein schwarzer Tag in der Geschichte der BRD. Es gab einen Flugzeugabsturz von Barcelona nach Düsseldorf. Leider, leider Gottes sind auch zwei Babys drunter wahrscheinlich verstorben und viele Kinder, Jugendliche, Teenager. Unser Beileid natürlich sowohl von mir und auch von meinem lieben Kollegen Nick. Mein Beileid, geht an den Familien, Freunden und Bekannten. Es ist wirklich tiefst bestürzt, aber bei so einem Unglück, bei sowas Tragisches, man weiß wirklich nicht, was man dazu noch sagen soll. Und dass wir das dann so auf einen lustigen heute wieder durchziehen sollten oder nicht, ich weiß es nicht. Aber jeder sagt immer, dann kommen diese dummen Sprüche, so Show must go on oder das Leben geht weiter. Aber das ist immer so ein blöder Spruch, finde ich persönlich. Naja, es muss ja weitergehen. Ja, Nick, es muss ja weitergehen. Aber wir hören immer wieder so eine komische Nachrichten. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, leider. Leider nicht. Lass mich mal heute anfangen mit den Themen. Oh ja, gute Idee. Fang du mal an. Was sind denn die Themen des Tages, der Sendung? Die Themen des Tages. Hans und Volker. Internet. Tatjana hat sich schon eine neue Haarfarbe ausgesucht. Was? Ja, Moment, mal mit der Ruhe. Hat sich Candy entschuldigt oder nicht? Hat Andrea nun eine Anzeige gemacht oder nicht? Hm. Der Mixer ist wieder kaputt. Ach, jetzt schon? Ja, jetzt schon. Fati darf nicht ans Laptop. Was? Ja, und es gibt einen neuen Maschendrahtzaun, oder? Das ist jetzt von mir so gesagt. Und dann natürlich noch der Kassensturz. Dann noch, was ist dran an den Gerüchten? Und ihr habt abgestimmt. Okay. Und dann noch ein Thema von dir, was ganz Neues noch, Aktuelles. Ja, und zwar hat Kalle gerade mit seiner Flamme gesprochen über das Telefon. Da erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Wie, mit seiner Flamme? Mit Romy oder mit der 17-Jährigen? Nein, da eine aus in der Nähe von Bremen, die scheint wohl ganz schön in Kalle verschossen zu sein. Ah, dann kommen wir gleich noch dazu. Ja, dann lass uns doch gleich mal damit anfangen. Lass uns doch mal gleich damit anfangen. Und die haben eben über mein Lieblingsthema geredet, über Videospiele. Und die wollen jetzt ein Nootropia-Spiel machen. ist doch nicht das Ernst, oder Nick? Doch, die wollen jetzt, das können sie ja, wenn sie die Kohle haben, können sie das ja entwickeln lassen. Weil ich glaube, selber werden sie es nicht hinbekommen. Weil keiner von denen ist meiner Meinung nach Programmierer, ich meine, die Caro kann bestimmt die Grafik machen. Das kann sie ja scheinbar sehr gut. Und sie meinten ja zum Beispiel, der Melkstall wird ein Level sein, die Scheune wird ein Level sein, der Traktor wird ein Level sein und so. Ja. Und ja, da kamen sie drauf, nachdem sie darüber geredet hatten, über Videospiele. Da haben sie über GTA geredet, über Mario Kart auf der Wii und so weiter. Es war sehr interessant. Mit wer denn? Wer denn hat damit denn angefangen? Das würde mich mal interessieren. Das war also der Fadi, der Lennart, die Caro, die Andrea. Okay. Ich glaube auch Hans war auch mit dabei und André. Alles, na gut. Und jetzt erzähl mal kurz mal zu deinem Thema. Dein Thema. Kalle? Also, Kalle hat einen sehr lieben Brief bekommen. Mit auch vielen aufmunternden Worten. Und da hat ihn eine vorgeschlagen, ein sogenanntes Tauschgeschäft. Und zwar als Care-Paket, meinte sie. Ja, ihre Idee war es, ein Care-Paket zu schicken. Und im Gegensatz dafür etwas anderes zu bekommen. Und die war wirklich so wie so eine frisch Verliebte. Und Kalle auch so ein bisschen wie ein frisch Verliebter. Und ja, die haben sich, also er hat sie ja noch nie gesehen wahrscheinlich, aber sie kann ihn ja ständig sehen. Okay, und hat sie auch einen Namen?
Stimmt halt die Namen, aber die haben das Mikrofon mal wieder erst zu spät eingeschaltet, sodass ich es nicht mitbekommen habe. Und wie alt ist sie? Von der Stimme her würde ich sagen, Ende 20, Anfang 30. Okay. Und jetzt haben sich also geeinigt, sie besorgt, also jeder Pionier hat was aufgeschrieben für 1, 2 Euro, was er haben möchte in dem Paket. Und dafür bemalt der Kalle einen Traktor aus, ich glaube aus Holz wahrscheinlich, einen grünen Traktor und schreibt darauf Kalle und ihren Namen. Ach, siehst du, er hat den Namen sogar nochmal gesagt. Aha. So höre ich zu, siehst du? Ja. Gut, also fangen wir mal an mit Hans und Volker. Na, ich habe da noch was anderes. Ich bin heute sehr, sehr sauer auf den Warum? Stream, auf die Regie. Es gab heute mindestens schon 12, 13, 14 Cuts. Seit 7 Uhr haben andere Kollegen schon im Chat mitgezählt. Da waren schon Ja, ist zwischen. das, ist das was Neues? Ja, dass es wirklich Ist so doll ist, ist wirklich was Neues. Zwischen 7 und 14 Uhr innerhalb von 7 Stunden waren alleine schon 9 Cuts mit einer Gesamtlänge von über einer Stunde. Also das ist wirklich nicht normal. Und seitdem ist weiterhin immer noch was dazugekommen. Also ich weiß nicht, was gerade abgeht in der Regie, ob denen da jetzt die ganzen, ob denen da jetzt die Leitungen durchknallen, ob denen jetzt der Arsch auf Grundeis geht, weil sich die Pioniere nicht mehr alles gefallen lassen oder was auch immer. Aber liebe Leute, so geht's nicht. Und viele haben gesagt, der Pass läuft noch bis 24. April und dann wird nicht mehr verlängert. Und es haben ja schon einige gekündigt, weil viele Leute vom ersten Monat, wird dir vielleicht auch schon aufgefallen sein, sehe ich gar nicht mehr im Chat. Ja? Ja. Also das heißt, 100 Pro, da haben schon etliche gekündigt. Ja. Und es werden noch mehr kündigen, weil Liebe ist halt eins. Unhaltbar, das geht wirklich nicht. Also ab und zu mal zwei, drei Cuts am Tag, okay. Ja, können wir alle von leben. Manchmal ist halt wirklich was. Aber wir können halt wirklich nicht jede Stunde und dann jedes Mal so lange. Das ist wirklich, so geht's nicht. Ich bin wirklich richtig sauer. Und nicht nur ich, sondern auch viele im Chat sind sauer. Und dann, vor allem sowas, dann, da kommst du Aber ist jetzt, das was Neues? da Ist kommst das du was jetzt Neues? drauf, sowas Scheinheiliges, ja? Nutopia Ja. beantwortet, stellt sich eurer Kritik, beantwortet eure Fragen. Lest das doch mal bitte vor, wie scheinheilig die dort geantwortet haben. Eine Beeinflussung der Pioniere findet nicht statt. Die Produktion tritt Ach mit so. den Pionieren nur also in aufgewählten Fällen in Kontakt. Diese Fälle betreffen Fragen der Technik, des Jugendschutzes, der Sicherheit oder Gesundheit der Pioniere sowie Tiere in Utopia. Ach, und Ein das ist kleines Beispiel. jede Stunde fünfmal, ja? Ja, das kann hinkommen. Ein kleines Beispiel. Als Pionier Steffen starke Zahnschmerzen hatte, wurde ein Zahnarzt durch die Produktion organisiert. Als die Pioniere planten, ein Haus in das instabile Krone eines Baumes zu bauen, wurden sie auf der Gefahr für ihre Sicherheit aufmerksam gemacht. Das so fünf, sechs Mal pro Stunde, ja? Ja, Ah, so ist ja ein bisschen komisch. Laptop und Internet, ja. Aha. Die Pioniere können das Internet zu Geschäftszwecken nutzen. Alle Seiten, die sich mit den Utopia und den Pionieren beschäftigen, werden gesperrt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich die Pioniere nicht durch das Bild in der Öffentlichkeit bei ihrem Ziel beeinflussen lassen, eine neue Gesellschaft aufzubauen. So viel dazu, ja? So. Pioniere können E-Mails senden und E-Mails empfangen. Um Gefahr, ja, also um, achso, Entschuldigung, um Geschäfte mit aus, mit, zu jetzt, um Geschäfte mit der Außenwelt abzuwickeln. Alle E-Mails werden vorab gefiltert. Nachrichten, also Geschäftszwecken dienen, werden den Pionieren unter Umständen nicht zugestellt. Ach, unter Umständen, ja. Ja. So viel dazu, ja. So, und jetzt hör gut zu jetzt hier, ja. Ja. Verzögerung zwischen Livestream und TV-Sendung. Okay. Also das hatten wir schon letztens nochmal besprochen, wegen den 3, 4 Tagen, weißt du? Ja. Was wollten Sie jetzt ändern? So, es ist ein großer Unterschied, ob Sie täglich eine Tageszusammenfassung, ähnlich wie bei Big Brother,
produzieren oder aber auch wie bei New Utopia ein tägliches Soap, ja. In den kleinen Vorgaben und für die festen Tagab also für die fest für die kleinen festen Tagesabläufen gibt. Was? Das kannst du nochmal, das macht keinen Sinn gerade. So ein täglicher Soap, ja? Ach, eine Soap, eine Seifenoper. Ja, Seifenoper, genau. In denen es keine Vorgaben und auch keine festen Tagesabläufen gibt. Wir werden den Zeitversetzt, aber bald verkürzen, um die Fans online gerecht zu werden. Haben wir letzte Woche bereits die Facebook-Seiten gesplittet und bedienen nun auf öffentliches, also offiziellen Utopia Facebook-Seite. Anschließend die TV-Zuschauer auf die neuen eingerichteten Utopia Live-Seite, die Fans des Livestreams. So, bla 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 bla. Das heißt also, wir hoffen, dass diese Informationen für ein besseres Verständnis sorgen und unsere Pioniere weiterhin auf dem bewegten und eingereichten Reise unterstützen. Aber Bla warte mal, bla bla warte bla. mal. Was ist das eins krank geworden? Nutopia ist doch keine Soap. Das ist auch ein Reality-Show wie. Ja, die sagen ja, es ist ja keine tägliche Soap, Jetzt haben sie es aber in denen es. zugegeben. Doch, sie sagen, es ist eine Soap. Jetzt haben sie es aber zugegeben, dass es dann, Nein, wenn es eine es Soap nicht ist, zu. dann ist es geskriptet. Das ist dann wie Berlin Tag und Nacht dann. Dann sollen sie uns nichts erzählen, dass es nicht so ist. Ja, die haben ja gesagt, ja, produzieren oder aber wie bei New Utopia eine tägliche Soap, ja, in der es keine Vorgaben und auch keine festen Tagesabläufe gibt. Ja, dann haben sie es doch gerade zugegeben, dass es eine Soap ist. Und eine Soap heißt nämlich, das ist geskriptet. Tut mir Naja, leid. das weiß ich ja nicht. Also für mich und dich ist, habe ich dir schon von vornherein, nicht von vorne, nach der zweiten, dritten, vierten Woche, oder was heißt jetzt, ich übertreibe natürlich ein bisschen, nach einer gewissen Zeit war es vielen klar, dass es eine Soap ist. Also Weil wenn es Nutopia nur. antwortet auf eure Fragen, ja? Was sind denn das für Antworten? Bitte, warum wurde nicht auf die wirklichen Fragen geantwortet? Das Also, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Nick. ich find's Verarschung, ehrlich gesagt. Also, sie tun so, das ist ja wie in der DDR früher, ja? Bitte stellen Sie Ihre kritischen Fragen, ja? Und dies ist dann so. Und das große Diskussion im Fernsehen live übertragen, kritische Fragen, ja. Und dann wurde es übertragen und was kam? Ja, es kam natürlich nur, was denen genehm war, ja. So kritische Fragen wie zum Beispiel, ja, wie wollen Sie denn die Aufrüstung der USA verhindern? Ja, also eine kritische Frage aber nicht gegen die DDR, sondern gegen von draußen. Und so kommt es mir auch vor, ja. Sie antworten auf irgendwas, ja, und geben. Ach, ich will dazu nichts mehr sagen, ich reg mich nur auf. Kommen wir zum nächsten Thema, bitte. Ja, fangen wir mal an mit Hans und Volker. Na, dann erzähl mal. Also Volker kam und hat mit Hans trainiert, hat ihm dann Tipps beigegeben, er war ja Boxer. Dann haben sie Was? Tai Chi gemacht, ja. Und der hat ihn ja 450 Euro bezahlt. Was? Hans denkt jetzt, der kann nicht mehr gevotet werden, da er auch so viel Geld jetzt eingebracht hat, weißt du. 450 Euro. Ja. Ach, weil die erste Rate letzte Woche war, ja, hat er 50 Euro schon bezahlt. Genau, richtig. Aber ich gehe mal davon aus, Nick, dass dieser Typ, dieser Volker, von Sat 1 drin ist, gecastet ist, und geh mal, mach mal, jeder mit Hans drinne bleibt. Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. So ein Arschloch. Bitte mal eine Bei allem Respekt. Ernährungsberatung. Ja? Die kriegt man doch überall in Deutschland auch kostenlos, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Und warum will er sich gerade von Hans? Also. Nein, er ist doch der Beste. Naja, Hans ist ja Chuck Norris, der kann ja alles. Er ist ja der Beste. Er ist Chuck Norris. Genau. Und Ach das ja, dann hat er ein bisschen rumgedützt. Das. jetzt ist mir auch klar, warum der Typ gekommen ist heute. Er trinkt nur noch Wasser und er hat sein Essen umgestellt und er hat abends manchmal schon Lust, was anderes zu trinken. Aber so ein Arschloch, bei allem Respekt, Jugendschutz hin oder her. Und ich meine, die Leute von Sat 1 in dieser Produktion oder die Regie oder die das sind auch die allerbesten,
Ja, die allerbesten, richtige, so eine richtige beste. Muss Tja, man sagen. und wie lange war der Vergiss. Volker da? Anderes Thema. Oder hast du es ja nicht mitbekommen? Nochmal. Wie lange war der Volker denn da? Ach, wie lange war der Volker da? Oh, wie lange? Lass mich jetzt überlegen. Er kam nachmittags. War schon eine Weile da. Ich glaube, mehr als eine Stunde sogar. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe jetzt nicht richtig auf die Uhr geguckt. Aber so gefühlte 1,5 Stunden waren es bestimmt. Wenn das ein Sat.1-Mitarbeiter sein sollte, dann frage ich mich wirklich, was für hohle Nüsse, Entschuldigung, Volker, aber so kommst du rüber, bei Sat.1 arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Gecaster, so wie Sandy und irgendeiner. Und dann geh mal da rein und hier hast du die Kohle, gib ihm die mal, damit wir die Kamera besorgen. Na, wo wir beim Thema Sandy sind, Peemann und Kalle haben ja noch mal auf Sandy eingeredet. Und dann meint er erst, er wird sich auf keinen Fall entschuldigen. Meint er, warum? Wenn sie ihn anzeigen will, bitte, will er sie auch anzeigen? Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, wofür will er sie denn anzeigen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gegenanzeige. Fühlte sich bedroht von ihr. Ja, mit welchem Grund? Na, das Beste fand ich mal, was mir mal passiert ist. Ich war mal in einer Diskothek, in einer Club. Und da waren drei Trullers und zwei Typen. Die haben am Anfang alles ganz toll und Friede, Freude, Eierkuchen Sprecht getanzt. bitte besser über unsere weiblichen Bewohner auf diesem Planeten, weil wir haben Okay. es jetzt gerade so geschafft, 0,5% mehr weibliche Zuseherinnen zu haben. Und jetzt machst du hier alles kaputt, ja? Die werden sofort ausschalten. Also bitte, mehr Respekt. Okay, mit mehr Respekt. Also, da waren drei Damen im guten Alter, so Mitte, Ende 20. Und dann waren da zwei Herren, auch so im guten Alter, Mitte, Ende 20. Und die haben am Anfang so rumgecheckert, rumgetanzt, rumgedödelt und alles war toll und Friede, Freude, Eierkuchen. Mal haben die eine Runde ausgegeben, mal haben die anderen dann eine Runde ausgegeben. Und ich war den Abend mit meiner Freundin und ihrer Freundin. Also wir waren zu dritt. Und wir haben das auch gar nicht so mitbekommen, dachten, es wäre eine Truppe. Ja, die wären zu fünft. Und lange Rede, kurzer Sinn. Im Laufe des Abends hat es irgendwie auf der Tanzfläche eskaliert. Irgendwie kam da was zum Streit. Auf einmal hat der Disc-Jockey, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, hat der Disc-Jockey die Musik ausgemacht und dann habe ich mich gewundert, warum, und hat sofort Licht angemacht. Weil der Typ, der eine jüngere Typ, hat der einen Dame so an der Schulter gepackt und hatte die Haare und hat sie dann so weggeschleudert. Ja? Und dann kam die Polizei, alle mussten dann raus, hin und her und so weiter und dies, alle haben gegafft, warum? Security kam dann auch vorher erstmal weg, irgendwie hat sie dann so die Hahnenkämpfe gekämpft, Leonardo, weil. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wie kommst du jetzt von Sandys Anzeige auf diesen Schwank aus deinem Leben? Das wollte ich dir gerade erzählen jetzt. So, Ja, krieg mal die Kurve jetzt bitte. die Dame hat eine Anzeige erstattet, Ja, ja? aber normal, ist ja psychisch gewalttätig geworden, ist doch klar. Richtig, ganz genau, richtig. So, die Dame hat eine Anzeige erstattet. Daraufhin hat der Typ auch eine Anzeige erstattet, ja? Und jetzt pass auf mit der Begründung. Die Polizisten so, ja gut, wenn sie eine Anzeige machen möchten, bitte machen sie meine, ja? So, sie mussten es ja aufnehmen. Und ich hörte von Weitem, wie die anderen zwei Damen sich aufgeregt haben, wieso nehmen sie die Anzeige denn auf? Ja? Wir haben es doch gesehen, alle haben es doch hier geguckt und so weiter. Und jeder wollte als Zeuge darstellen. Und da hat der Typ gesagt, er fühlte sich bedroht von ihr. Ach so. Okay. Verstehst du Ja, jetzt? ja. Was meinte ich dann mit Sandy? Dass er dann auch irgendeine Anzeige, vielleicht hat er sich von ihr bedroht gefühlt, wo er gesagt hat, bitte wasch dir mal die Hände, ja? Und dann, ey, du alte, Punkt, dann. Vielleicht war es eine Bedrohung. Ach, ich verstehe nicht. So, und dann jedenfalls meinte Peemann zu ihm, er sitzt jetzt gerade zwischen den Stühlen, weil alle sind gegen Sandy und der würde aber gerne noch auf seiner Seite stehen. Er meinte aber,
Er kann es nicht lange durchhalten und dann meint das Handy dann letztendlich, ja, okay, ich werde mich entschuldigen, aber nur wenn sie sich auch entschuldigt. Ja, und dann werden wir mal sehen, ob diese Entschuldigung heute noch kommt oder vielleicht morgen oder gar nicht. Und er saß heute wieder beim Abendessen zusammen mit denen. Er saß er doch mit dem. Und sogar beim Mittagessen, weil es wollte ihn ja keiner mehr was bringen. Also musste er kommen. Und er saß doch wieder mit freiem Oberkörper und naja. Ah, Sandy, Sandy. Ich glaube, wir haben schon wieder einen Cut. Wieso? Nee, doch nicht. Okay. Aber es muss vor kurzem ein Cut gewesen sein, weil alle vier Vorschaubilder zeigten den Kuhstall. Dann war es ein Cut Also wieder mal. es reicht wirklich heute. Es reicht wirklich echt. Es geht nicht mehr. So geht's nicht weiter. Ja, wie gesagt, also jetzt, dann haben wir noch Internet im Haus. Na, endlich ist Internet da. Eigentlich Internet da. Und Aber hast du Nina gedacht, die wollte. bekommen gleich alle Zugangsdaten und Passwörter? Nein. Nein, natürlich nicht. Und Natürlich nicht. was war Teddys erste Amtshandlung im Internet? Na, was war Teddys erste Ans? Na, du hast ja schon gesagt. Na, sie hat sich natürlich gleich gesucht eine neue Haarfarbe für ihre Frisur. Das fand ich auch süß, ne? Also, liebe Leute, ja. Ah, was soll man dazu sagen? Naja, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Also, du hast ja eben vorgelesen, also, sie dürfen E-Mails schreiben aus geschäftlichen Gründen, Und ja. aber nicht aus privaten, und sie dürfen auch nur auf geschäftliche Seiten. Zum Beispiel hat Tatjana auch gegoogelt, ob es wegen mir oder wegen mich heißt oder irgendwie so. Und da meinte sie, diese eine komische Rechtschreibprüfungsseite ist auch gesperrt. Und da meinte Pehmann so, ja, aber du kannst ja zu denen hingehen und kannst sagen, diese Liste bitte vom Filter rausnehmen. Also heißt, Naja. sie haben irgendeinen Filter drin, bestimmte Seiten sind wahrscheinlich nach bestimmten Wörtern gefiltert, blockiert. Richtig, richtig. Weil nur das ergibt ja auch Sinn, weil es gibt ja hunderte Anbieter von Suchmaschinen. Nicht nur Google oder Yahoo oder Dings, weiß ich, wie die alle noch heißen. Man kann ja, wenn man schlau genug ist, kann man ja Google Amerika gehen, Google Polen, ne? Na, mal sehen, ob Pehmann da ein bisschen was umgehen kann. Oh, es ist gerade der Laptop im Bild. Auf Livestream 1. Tatjana ist dran. Da Aha. hat man gerade den Bildschirm von vorne gesehen, sonst sieht man den immer noch von hinten. Na, jetzt wieder nur von hinten. Da sitzen da also der Dirk, die Tatjana und der André. Was machen die denn da? Ich mach mal den Ton kurz ein. Ja, was ist das? Oh mein Gott, Becky. Okay, warum ist das so unnormal Aber, lang? Nick? Gucken die jetzt in Yeah, vorne, the oder end was? of the moon, but you got much better Digga, das von Nicki Minaj Ich ist doch glaube, das Anaconda. dürfen die Kennen die bestimmt Anaconda nicht. nicht? Ja, natürlich kenne ich Okay, gut, Anaconda. Ich danke. kenne auch ihr Booty. Ja, aber Ja, brauchen wir nicht. Wir Mann. nehmen erst Oder mal gehen einen die hier. auf so Wir eine brauchen nicht Stream-Seite, so wie so wie Dali Dali damit Dings sie mit oder ihm singen. weiß ich nicht, Nein, da so Seiten, wo man warte mal, sich gut sei mal bei kurz Google bitte Maps leise. Die feiern ja richtig ab vom Internet. Was machen die dann da? Was Lyrics gemacht? Ja, habe ich. Singe ich hier sowas von nicht, Alter. Was ist das denn? Ja. Kennst du das Sind die auf nicht? YouTube, gucken die sich Funny Videos an oder was? Das würde mich mal interessieren, wenn sie auf YouTube wären. Deswegen wollte ich ja Okay, gerade mal reinhören. das I Lied geht don't halt give irgendwie about ganz. you and everything what you do. Ich schau mal, ob der Chat irgendwas sagt. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Deine Mutter sein Gesicht. Ich schwöre, es gibt's. Hat meine Schreibt. Mutter sein Gesicht? Ja. Ach, Da warte gibt's mal, können wir ein. Wir zurückspulen haben mich oder? Ja. ausgelacht. Können Ja, wir können zurückspulen, richtig. Kann man da nicht rein? Ja. Nee, es ist wieder, wir können zurück. Wie das genau, so. dann bin ich. Gehen los. Wir machen eine Ja. neue Datei auf. Was machst du? Fahren Du wir machst jetzt alles kaputt. zurück. Sie macht Was eine ist neue das? Datei auf, hat sie gesagt. Und was siehst du da? Im Moment noch den Kuhstall. Ich warte jetzt, dass das Bild umgeht. Wie? Ah, jetzt. Ah, Ja, okay. komm, komm, Den wir machen eine neue Datei Startbildschirm auf, hat man nur Mann. kurz gesehen. Dirk, wir machen eine Ja. neue Datei auf, Was machst Mann. du? Du Wir machst sind alles kaputt. zurück. Was ist das? Sie wird nervös. Was Ah, ist ich denn hier? glaube, ich Was weiß, ist was hier? sie Was ist machen das? wollen. Windows Windows 8 ist 8, scheiße. die wollen, glaube ich, ihre Texte, keine Ahnung, hat ja irgendwelche Texte geschrieben,
in Word reinschreiben, also in Word übertragen, damit sie es dann nur noch kopieren brauchen dann. Okay. Okay, gut. Das war, hätte ich jetzt was anderes gedacht. Na, okay. Gut, was gab's noch? Kalle hat ein paar Kilos abgelegt. Wie viel denn? Ich glaube, was waren das jetzt? 2 oder 4 Kilo oder 3 Kilo? Was waren das jetzt nochmal? Na, guck mal lieber nochmal nach, weil 2 Kilo waren es auf keinen Fall. 4 Kilo, glaube ich, ja. Nee. Guck mal lieber Nee. nochmal nach. Warte, Kalle macht abnehmen. Ah, wo ist der Zettel? Okay, dann hilf mir mal auf die Sprünge. Waren es jetzt nun, ich dachte, es wären 4, aber es waren keine 4. Also wie viel waren es? Es waren 12 Kilo. 12 Kilo. Ja. Naja, wenn man die 2 sehe ich hier, aber wenn man eine aus einer 1 eine 4 macht, naja, dann ergibt es schon Sinn dann. Also, da können sich viele dann ein Beispiel nehmen. Dafür haben die anderen aber Ja. alle zugenommen. Also, André hat Ja. zugenommen, Tatjana hat zugenommen. Genau, ja. Die haben ja heute eine Waage bekommen von diesem Ja. Polster. Der hat die Waage ausgeliehen. Richtig. Und Hans gleich so, oh, bitte nicht die Waage. Was? So ungefähr hat sich das angehört. So, ja, bitte passt auf die Waage auf, bitte die Schuhe ausziehen und so. Das ist nicht meine Waage und, ah, Ach und. so, ja. Ja, so viel dazu. Na, also kann der Volker doch sagen, pass auf, die Waage kostet 450 Euro. Ihr habt sie kaputt gemacht, die sind blöd. Ja, und der Mixer, für den sie die Cocktails mixen wollten, der ist kaputt. Nein. Ja. Nach einem Tag schon kaputt. Tja, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben oder wie die es geschafft haben. Na, dafür zahlt bitte dann aber eine Entschädigung, liebe Pioniere. Ah, ob sie eine Entschädigung, weiß ich nicht. Und dann wollte ich dich fragen, oder erzähl du mal jetzt. Der Warte mal, Vati darf ich nicht lese ans Laptop. gerade, Andrea hat Verdauungsprobleme und sie hätte sich einen Arzt gewünscht. Sie hat Verdauungsprobleme, ja? Ja, und Hans hat nur seine Kameras im Kopf, also hört ihr gar nicht zu. Ich weiß nicht, warum er diese Kamera unbedingt haben will. Wahrscheinlich, weil er sich draußen, wahrscheinlich konnte er sich die noch nicht leisten oder hat eine, oder ist kaputt gegangen, eine, die er hat, und er braucht jetzt eine neue, oder keine Ahnung. Weiß nicht, was das Einzige da gesagt hat, weil das ist mir schon ein bisschen zu intensiv, weißt du? Da stimmt irgendwas nicht, da ist was im Busch. Jetzt belabert er auch noch Dirk wegen seiner Kamera. Also da ist was im Busch. Eine Speicherkarte braucht er auch noch. Er meint, er hat ja 500 Euro verdient und nächsten Monat wird er 1000 verdienen und damit wäre es ja für ihn nur ein Darlehen. Ein Darlehen. Ja. Ich habe ja letztes Mal gesagt, man muss das vorher besprechen. Darf er sie behalten? Nicht, wenn er rausgeht? Oder wie ist es denn? Und Er will gehört dann sie dann aber ganz? später eine bessere Kamera, wenn er 10.000 Euro verdient hat, spätestens. Wie krank ist er? Ah. Ja. So, du wolltest mich was fragen. Du wolltest mich was Ja, fragen. Fadi darf nicht ans Laptop. Warum nicht? Erzähl mal. Ja, verstehe ich auch nicht, weil. Oh nein, Hans hat sich gerade nackig gemacht und zeigt seine Tattoos. Oben ist auch kümmerlich, wenn man alle Klassenfahrt macht. Wer ist denn da anwesend? Ist noch Andrea da? Hi, Ja, bis morgen früh. Es sind Themen, Steffen. Muss man umschalten? Andrea, Caro und Ja, dann natürlich muss man Kalle. sich doch dann zeigen. Von Mann würde ich mich doch nie machen. Wenn eine Frau da ist, dann ja, wieso nicht? Weißt du, wie Ja, jetzt geht's? hätte ich, also Fatih ist ja eigentlich, der spielt da am PC, da zockt er sogar, Call of Duty und Battlefield und so weiter. Also klar kennt er sich doch mit PCs aus, warum lasst du den nicht dran? Also bitte. Ja, warum darf er denn nicht? Erzähl mal. Naja, die wollten ihn nur so, ja, veralbern, Ja. veraffen, veräppeln. Und ja. Und er meint heute schon, was ist, wenn er nachts mal kommt, ja, und den Laptop versteckt, meint er. Ja? Oder er geht als Administrator rein. Oh nein, jetzt singen sie vor der Webcam ein Lied. Oh Mann. Also, Steffen meinte, oder geht als Administrator rein und macht ein neues Passwort und dann muss jeder, der an den Laptop ran will, muss ihn dann fragen. Ja, das war heute die Idee von Steffen.
Ja, ist eine gute Idee. Also morgen gibt es wahrscheinlich ein Musikvideo von André und Andrea. Ja. Hier schon mal die Vorschau. You know when I want you back. Baby, I remember Man hört the nichts, way lieber you used Kollege. to look at me and Ja, ich muss say, schon ein bisschen Boy, lauter. it's never last forever. I told you no. Also, ab morgen dann bei iTunes oder bei YouTube das Video. Ja, mal sehen, ob sie es hochladen. Und was sehen die? Ich glaube, das war irgendwas von den Backstreet Boys. Ah, oh nein, Alter, das ist doch Und das echt nehmen sie nicht mit der eingebauten Laptop-Kamera, nehmen sie das auf. mehr. Oh Gott. Also wird auch eine Top-Qualität dann natürlich, ja. Ja. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen, ne? Statt sich die neue Gesellschaft aufzubauen, wird sowas erstmal gemacht. Naja. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe mich die ganze Zeit vorhin gefragt, vielleicht kommt ja Nutopia Türkei oder Nutopia India, weißt Na, Türkei gibt's ja schon. du? Ja, aber ich. India gibt es auch schon. In Indien? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Doch, in Indien gibt es. Es gibt es in der Türkei, Deutschland, USA, Holland und Indien. Das ist mir neu mit Indien. Ne, mit Indien gibt es auch, habe ich ja gelesen. Und ich meine jetzt so zeitversetzt, jetzt vielleicht nächste Woche jetzt, ja. Vielleicht könnt ihr das dann auch gucken bei Livestream, so wie die Holländer es gucken. Weiß ich ja nicht, ob die es dürfen oder nicht dürfen. Ob Na das dann. gut, was hast du noch für Themen? Ja, dann, es wurde, also der alte Zaun, es wurde ein, ich sag mal, Maschendrahtzaun in the morning. Es wurde ein neuer Dra, also was heißt neuer, so ein Gehege kann man auch nicht sagen. Die haben noch was verbessert, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Also an den Zaun. Es gab heute einen Anrufer, den Thorsten, der kommt zum Osterfest als Ja. Besucher und der hat der Aussa angeboten einen Tausch. Und Und zwar das würde wäre er Waschmittel mitbringen. Waschmittel. Ja, und er bekommt dafür, also erst wollte er, erst wollte er Duftbäume den andrehen. Damit sie nicht mehr so riechen, Duftbäume. Auch nicht schlecht. Und das hat Aurita dann aber abgelehnt und dann meinte er, okay, Waschmittel. Warte mal, was ist denn da gerade los schon wieder? Ladies and gentlemen, here's Ich muss mal nach, number Moment. 5. Go back to the Jetzt will ich roots, es mal man. genauer sehen. Also an Dreier und Dirk sind da voll am Musik machen und okay, was haben wir noch für Themen? Der Kassensturz. Ach so, folgendes. Das fand ich auch lustig von Sat.1. Moment. Jetzt habe ich leiser gemacht. Und zwar, es wurde abgestimmt, ja. Aber das Lustige daran ist, ja. Also es ist Voting, ja. Die haben kein neues reingesetzt, sondern ein altes, ja. Und da ist immer noch auf Platz 1 Christian, Platz 2 ist Sandy, Ja, Platz aber 3 Moment mal, es ist. ist ja das Voting vom letzten Monat. Richtig, weil das Problem war, ja, die Andrea ist ja gerade mal über eine Woche jetzt da jetzt, ja. Ja, aber warum Und verkauft uns Sat.1 das Voting vom letzten Monat als neues Voting? jetzt pass auf, ja. Also, weil da ist ja noch Kerstin drinne, Isolde ist ja noch dabei, ja. Und weil Andrea, pass auf, nach der letzten Umfrage konnte es nicht, ja, verwertet werden, dass zu Manipulation kam angeblich. Ja, darüber hatte ich ja gestern berichtet. Andrea hat ja 14,6%, war auf dem zweiten Platz, komischerweise. Richtig, und das ist für Sat.1 nicht nachvollziehbar, ja. Ja, bloß dann sollen wir uns doch sagen, tut uns leid, wir haben das Voting offline genommen und nicht so tun, als ob das das aktuelle Voting ist. Also. Ja, aber wie kann man denn das als Manipulation sehen? Wieso? Warum? Weil ich finde, ganz ehrlich, vielleicht haben die ganzen Zuschauer die Schnauze voll von denen und dann sagen wir mal Andrea, die neue, die ist ja, sie ist ruhig, sie ist nicht so, sie guckt sich das alles an und Was, sie ist die ruhig? macht, ja. Oh, da ist dann Dreier noch nicht in Action gesehen. In dem Sinne zu Hans oder zu dem Sinne zu Tatjana oder zu Dielsa.
In dem Sinne meine ich ruhig. Oder DRK. Verstehst du, was ich meine? Naja, jetzt ist ruhig. Ja, also wie gesagt, bei diesen Votingen, keine Ahnung, was da wieder, ach man, Sat.1 verarscht uns nur noch. Ich meinte, da warst du ja früher bei Big Brother sogar fairer. Ja? Naja. Ja, fairer ist fairer. Und dann kommen wir noch zu unserem Kassensturz. Kassensturz, wie sieht's denn aus mit der Kohle? Also, am Ende des Tages haben die Pioniere nur noch 1.893,03 €. So viel dazu. Mit denen sie jetzt genau jetzt ihren Haushalt ausbilden müssen. Ja? Ja. Das ist das. Weiter? Das ist alles. Nein, hat, wir wollen doch die Zugänge, Abgänge und so weiter. Bitte jetzt. Okay. Also, sie haben für Brennholz, Sojamilch, ja, für eine Gießkanne, die erstmal aber nur ausgeliehen ist, wurden hierfür 17,70 Euro ausgegeben. Dazu kamen weitere 108 Euro Kosten für Holzlieferung, ja. Okay. Also sehr viel Holz, ja, Material fürs Gehege und so weiter. Okay. Weiter. Und das war's. Und Einnahmen? Keine Einnahmen. Also die 450 wurden noch nicht berechnet. Nee, das, ich sag's ja immer, du hörst ja scheinbar auch nicht zu. Der Kassensturz, der heute dort steht, ist ja mal von gestern. Ich sag's ja jedes Mal extra, aber scheinbar hören einige auch nicht zu. Na, jetzt kommt der Oberlehrer raus. Ja, es ist nun mal, es ärgert mich auch so ein bisschen, muss ich auch ehrlich sagen. Naja, das ist ja, stimmt, das ist ja von gestern, aber ich meine, wir wissen noch nicht seit gestern, dass es von gestern ist. Weil es kommt immer von dem Tag davor. Na, wo, ja, das kommt, also das ist der Kassenstand von Sonntag. Wieso von Sonntag? Na, heute ist doch, ach nein, heute ist Dienstag, Entschuldigung, von Montag, das ist der Kassenstand von Montag. Montag, ja. Und heute, was sie eingegeben haben oder ausgegeben haben, das kommt doch morgen nicht, zum 100. Mal. Das sage ich dir doch immer. So, wo wir gerade bei Zahlen sind, lassen wir uns noch weiter verwirren und schauen auf die Quoten von Nutopia. Und erinnern sich vielleicht einige von euch, letzten Montag, uiuiui, war es ja schon schlecht. Verbesserte sich aber dann doch noch im Laufe der Woche auf stabile, ja, wir haben immer über 10,1% gelegen. Also 2 Millionen Zuschauer. Was? Ich sagte 2 Millionen Zuschauer im Schnitt. Ja, so ein bisschen drunter. Ja. So, nun war es aber heute so, wie das heute wieder Montag war. Ich weiß nicht, ob Montag die Leute alle nicht einschalten, weil die denken, na, das ist dann eh, da fehlen uns ja jetzt nochmal 2 Tage. Oder ob Montag alle irgendwas anderes, aber was soll Montag anderes kommen als Dienstags um 19 Uhr? Nichts, oder? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls letzte Woche 9,2% am Montag, ja. Und jetzt ist es noch schlechter. Und zwar haben wir da 8,9% bei 14- bis 49-Jährigen. Es ist damit das einzigste Format bei Sat.1 zwischen 11 und 20 Uhr, das nur einstellige Prozentzahlen hatte. Insgesamt wurden 1,72 Millionen dabei. 1,72 Millionen? Ja. Oh. Ja. Also, ich guck mal hier in den Kommentaren, ob irgendwas zu erkennen ist, woran das gelegen hätte. Hier meint jemand, als er das letzte Mal geschaut hat, kam nach einer Minute eine lange Werbung. Also damit könnte man sich natürlich die Leute verscherzen, das ist klar. Jemand, wenn ich 3 Tage alte Nachrichten schauen würde, käme ich mir auch ein bisschen bescheuert vor. Genau.
Hier meint einer, weist dann darauf hin, über Ostern gibt es ja sogar 4 Tage keine Tageszusammenfassung. Hier schreibt jemand, was mir noch fehlt, ist ein Night Talk, der die aktuellen Ereignisse des Tages widerspiegelt. Hallo, hier sind wir. Wir sind der Night Talk. Oh, Moment mal, wer massiert wen da? Oh, Andrea massiert gerade André. Aha. Hast wow. Oh Gott, die singen schon wieder. Ah. Ach, André hat deinen freien Oberk. Das ist doch nicht der André. Moment, wer ist das denn jetzt? Ach, lieber Kollege, das ist doch nicht André. Vorhin war es André gerade eben. Jetzt ist es, wer ist es jetzt? Ist es Sebastian? Ja, es sieht aus wie Sebastian, ehrlich gesagt. Ach so, Moment, Tatjana massiert André. Wo denn? Ach, da, hier. Ja, Tatsache. Ja, also und zwei Andrea massiert, warte mal, wen massiert Andrea, wer ist es? Sebastian, Tatsache. Und beide mit freiem Oberkörper. Oh. Und Payment wird, guckt richtig neidisch. Oh Mann, Andrea macht es aber sehr gut. Also, haben sich die Männer das heute verdient, was meint ihr? Gut, was haben wir noch für Themen? Ja, das war's eigentlich. Wie, das war's? Na, das waren eigentlich die ganzen Themen. Wir haben heute sehr, sehr schnell und rapide zugeschlagen. Na, das kann ich gar nicht glauben, dass das alles sein soll. Hans, Völker, Candyman, Tatjana, Kassensturz, Voting, also war eigentlich alles da. Also Peemann hat ja heute Morgen gekocht. Hast du es mitbekommen, was er dort gekocht hat? Nein, habe ich nicht. Heute Morgen habe ich nicht geschaut, weil ich musste früh raus. Ah, oh, schade. Na gut. Dann. Was haben wir auf der Uhr? Ja, okay. Das würde ich sagen, war auch dann genug für heute. Ja, dann, meine lieben Zuhörer, Zuschauer, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Anhören. Liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, natürlich ganz besonders. Wir hoffen, dass ihr morgen wieder mit dabei seid und verbleiben mit Grüßen. Möchtest du die heute wieder machen? Nein, mach du das mal. Na gut, also, mache ich doch gerne. Also, holen wir ihr uns hört, ob auf der Couch, in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Uni, bei den Eltern. Bei den Eltern? Vor allem bei den Schwiegereltern. Bei den Schwiegereltern, wenn denen langweilig ist oder so. Ja, bei den Schwiegereltern. Ja, beim Champions League gucken oder irgendwas. Wünsche ich euch, wo immer ihr seid, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag und natürlich schönen guten Abend. Und dann freuen wir uns auf morgen. Bis dann. Dito, wünsche ich auch. Tschüss. Also Nick, wir hören uns morgen dann. Bye. Tschüss.